Und herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode von Let's Play Dead Space. So, wir sollen uns jetzt die Anbaukammern anschauen. Das kann ja nur Ich lustig sollte wohl werden. froh sein, dass Hammett noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Ah, hier ist die Werkbank. So. Da kann ich doch jetzt gleich mal. Wir haben einen Energieknoten. Kapazität. Ja, nein, vielleicht. Motor nimmt die Rick. Kunstgewehr kann ich noch nichts. Flammenwerfer, Opus-Kapazität, Steinkanone, Schaden und Kapazität. Ach. Draufge. Zack, zack. Brauche ich nur noch zwei Energieknoten, dann ist sie komplett fertig. So. Na dann. Mal schauen, was jetzt alles passieren wird. Da war's kaputt. Und das Licht ist an. Schön. Ah, hier sind doch schon wieder solche Dinger. Ich werde ja kaum was raus aus den Dingern. Was denn? Schächten. Oder? Nee, doch nicht. Aber wenn ich zurückgehe, garantiert. Okay. Ich habe so das ungute Gefühl, hier geht's gleich richtig heiß her. Oh. Nervt doch mal nicht. War's das jetzt? Nervig hoch 3 die Dinger. Okay. Das war ja hässlich, das Vieh. Könnte das nächste sein. Hier. Man hört es doch schon irgendwie. Oh Gott, das sieht immer so komisch. Die Atmung ist schon. Überhaupt noch Munition für die Waffe jetzt? Es wird knapp. So, nehmen wir mal wieder meine Lieblingswaffe, den Plasma-Cutter.
können, dass diese Listen immer rauskommen. Er kommt. Sehr schön, hier liegen mal ein paar Medipacks rum. Von hier kam ich doch, oder? So, jetzt soll ich mit dem Fahrstuhl hochfahren, okay. Fahren wir mal zur Ebene 2. Da wird es bestimmt genauso. Bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ein zuständiger Techniker. Ich bin doch der Einzige hier. Nö, ich gehe erst hier lang. Ich finde haufenweise Strahlmunition hier. Wo geht's denn da lang? Auf jeden Fall ist hier ein Speicherpunkt. Ich gehe hier doch noch nicht lang. Aber erstmal speichern. Das ist immer gut. Wenn jetzt was kommt. Nein, das ist super, dass ich das jetzt überhaupt gesehen habe. Wow, hier scheint ja richtig schlechte Luft zu sein. Isaac, mach uns wieder. Mann, die halten ja immer mehr aus, die Dinger. Okay, jetzt war wieder unsere Freundin da, die gesagt hat, mach uns wieder ganz. Ja, wie? Toll, die Tür ist zu. Toll. Warum sind immer die meisten Türen zu? Ich will doch wissen, was dahinter ist. Lag hier schon immer Geld? Jetzt sind wir da lang. Toll, wär ich doch nur gleich dort lang. Egal. Das lädt. Okay. Jetzt tragen die Dinger schon irgendwas hinter sich her, oder? Explodierende Ärmchen. Endlich mal Gegner, die bei einem Schuss sterben. Nicht so wie diese blöden Polypendinger. Oder was auch immer das ist. Cool. Jetzt geht's ab. Kohle. Oh, ist das schön. Munition. Stase. Weiß ich nicht. Habe ich da noch genug? Ach, sicher, sicher. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Tritt Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Und ein kleines Medipack. Ach, ist das schön. Tritt Schwerelosigkeit. Okay, ich denke mal, da oben muss ich hin.
irgendwas? Nö. Das sind ja Stacheln. Wäre böse ausgegangen. Ja, nö. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, da geht's weiter. Muss einem ja erstmal gesagt werden. Noch was? Ich mag Schwerelosigkeit, das fetzt immer. Luftfilterungsraum. Achtung! Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Toll. Hallo? Hallo, Security! Oh, da liegt doch was. Hier spricht Dr. Cross. Ja. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo? So, ist ein Speicherpunkt. Schade. Wirklich stark hier. Ja, und normale. Und wo ist denn der nächste eigentlich? Die nächste Tür. Nee, ich möchte keine Munition verschwenden, da ich sowieso hier sterben werde. Garantiert sterben werde. Lauf, 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 lauf. Lauf! Oder? Oh, ich dachte, hier kommt irgendwas. Kam irgendetwas. So ist es ja. Nicht wirklich. Lange geblieben. Soll ich da lang? Wo ist denn die Tür? Hä? Die wollten schon Energieknoten benutzen. Und vom Medipack. Oh, Inventarausfall. Dann nehmen wir mal das kleine Medipack. Ach, ich habe das Schema da. Fällt mir gerade ein. Das muss ja auch noch weg. So. Ja, sofern ich jetzt nicht sofort einen Speicherpunkt finde, möchte ich jetzt schon mal das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr interessant, fand ich jetzt persönlich. Diese Luftverpester waren richtig witzig und jetzt diese neuen Monster. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den kommenden Episoden. Euer Jesus. Tschüss.